Ich bin arbeitssuchend und kann seit nunmehr einem Jahr, 3 Monaten und 15 Tagen. Ich kann von meinem Ersparten nicht leben und kriege trotz vielfältiger Qualifikationen kein Arbeitsangebot. Ich lese daher Schaub Arbeitsrechtshandbuch 17. Auflage. Ich bin angekommen im Paragraph 3. Grundrecht im Arbeitsverhältnis, 5. Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit. Die Meinungsfreiheit habe ich schon unterstrichen und mit einem Ausrufezeichen versehen. Die gilt meiner Meinung nach so nicht. Die wird auch im Grundgesetz nicht erwähnt. Es lohnt sich an der Stelle auch einen Blick ins Grundgesetz zu werfen. Ich lese aber hier nur aus dem Arbeitsrechtshandbuch vor. Das Ganze beginnt mit einem grauen Kasten. Dann gibt es fettgedruckte Worte, das gilt Meinung in Wortschrift und frei zu äußern und zu verbreiten, das steht definitiv nicht im Grundgesetz drin. An der Stelle ist das Buch einfach schlecht. Dann gibt es hier nicht schrankenlos. Da steht hier, das Grundrecht der Meinungsfreiheit besteht allerdings nicht schrankenlos, sondern in den Grenzen der allgemeinen Gesetze. Bla bla bla. Es gibt also kein Recht auf Meinungsfreiheit. Man kann sich innerhalb der Gesetze und Rechtsnormen frei äußern, das ist richtig, aber Meinungsfreiheit gibt es nicht. Dann geht es darum, den Sinn der Meinungsäußerung richtig zu erfassen. Das steht hier, dann gibt es die Fallgruppen. Dann ist hier fett gedruckt beleidigende Äußerungen und dann Pressefreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz und dann gibt es den Tendenzschutz und den Redaktionsstatus. Dann gibt es einen grauen Kasten zum Thema Rundfunkfreiheit. Dann gibt es einen grauen Kasten zum Thema Kunstfreiheit. Ich muss mal gucken, wie weit ich komme. Und dann geht das mit 6. Ehe und Familie, Artikel 6 Grundgesetz weiter. So. Ich werde das zur Meinungspresse und Kunstfreiheit, die Meinungsfreiheit nicht weiter kommentieren. Ich habe da jetzt was zu gesagt. Meinungspresse und Kunstfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes gibt jedem das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Im Grunde noch mache ich das hier. Ich habe übrigens auch ein Kunstdiplom der Hochschule der Künste in Essen-Werden. Ist auch im Zentralarchiv der Deutschen Kunsthochschule gelistet. Ich werde mich hier auf die Kunstfreiheit beziehen und nicht auf die Meinungsfreiheit. Komme ich eher mit durch. Schon allein, weil ich einen staatlichen Abschluss an der Stelle habe. Es besteht unabhängig davon, ob eine Äußerung rational oder emotional begründet oder grundlos ist und ob sie von anderen für nützlich oder schädlich, wertvoll oder wertlos gehalten wird.
Ich sehe das alles so ein bisschen anders, aber egal. Der Grundrechtsschutz bezieht sich sowohl auf den Inhalt als auch auf die Form der Äußerung. Auch eine polemische oder verletzende Formulierung entzieht einer Äußerung noch nicht den Schutz der Meinungsfreiheit. Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes unterscheidet nicht ausdrücklich zwischen Werturteil und Tatsachenbehauptung. Letztere werden durch die objektive Beziehung zwischen der Äußerung und der Wirklichkeit charakterisiert und sind der Überprüfung mit Mitteln des Beweises zugänglich. Es gibt also objektive Beziehungen zwischen Äußerung und der Wirklichkeit. Ich war am Freitag bei der Polizei, der wollte immer Kausalitäten haben, die gibt es aber oft nicht. Hier steht was von objektiven Beziehungen zwischen Äußerung der Wirklichkeit, zwischen Äußerung und der Wirklichkeit. So, hier steht was zwischen objektiven Beziehungen zwischen der Äußerung und der Wirklichkeit. Das ist was, womit ich was anfangen kann. Kausalität. Ist für Menschen so nicht fassbar. Am Ende ist alles eine empirische statistische Untersuchung, ob der Apfel auf den Boden fällt. Von daher, damit kann ich eher was anfangen, als das, was der Onkel von der Polizei da von mir wollte. Letztere werden durch die objektive Beziehung zwischen der Äußerung und der Wirklichkeit charakterisiert und sind der Überprüfung mit Mitteln des Beweises zugänglich. Meinungen sind im Unterschied dazu durch das Element der Stellungnahme und Stellungnahme des Dafürhaltens oder Meinens geprägt. Übrigens, bei der Polizei gibt es auch keine Beweismittel. Beweise, Entschuldigung. Bei der Polizei gibt es auch keine Beweise, es gibt allerhöchstens Beweismittel. Zu einem Beweis wird es erst durch ein richterliches Urteil. Wenn der Richter das als erwiesen ansieht, dann ist es ein richterlicher Beweis. Ich weiß nicht, warum Polizisten sowas auf ihrer Fachhochschule nicht lernen. Ist noch ziemlich früh heute Morgen. Naja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich habe morgen auch einen Termin im Arbeitsgericht. So. Meinungen sind im Unterschied dazu durch das Element der Stellungnahme des Dafürhaltens oder Meinens geprägt. Die Behauptung einer Tatsache fällt in den Schutzbereich dieses Grundrechts. Soweit sie Voraussetzung für die Bildung von Meinungen ist. Erwiesen oder bewusst unwahre Tatsachenbehauptungen werden nicht vom Schutz des Artikels 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes umfasst. Wahre Aussagen müssen in der Regel hingenommen werden, auch wenn sie nachhaltig für den Betroffenen sind. So, und jetzt kommen wir zu dem, was da wirklich im Grundgesetz steht, nämlich dass Meinungsfreiheit nicht schrankenlos ist und es steht auch nicht das Wort Meinungsfreiheit im Grundgesetz. So, da steht, jeder Mensch ist frei, innerhalb der Grenzen der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland seine Meinung zu äußern oder irgendwie sowas steht da. Thank you.
Kann ich aber auch noch machen, mache ich aber nicht. Ich habe was anderes zu tun. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes besteht allerdings nicht schrankenlos, sondern in den Grenzen der allgemeinen Gesetze, der Bestimmung zum Schutz der Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre. Ich glaube, Ehre ist auch nicht im Grundgesetz erwähnt. Meiner Meinung nach gibt es im deutschen Rechtssystem keine Ehre, sondern allerhöchstens eine Würde. Finde ich auch schon ziemlich scheiße wieder. Herr Link ist verantwortlich dafür. Steht hier auch extra drunter. Herr Link, Sie schreiben Scheiße. Das verlangt eine Abwägung zwischen, ich glaube, ich bringe doch das Grundgesetz mit. Bei was geht das wohl nicht? Gibt es auch im Internet zum Ausdruck. Ich mache das wahrscheinlich. Das verlangt eine Abwägung zwischen der Schwere der Persönlichkeitsbeeinträchtigung durch die Äußerung einerseits und der Einbuße an Meinungsfreiheit durch die Untersagung der Äußerung andererseits. Das ist wieder eine Güterabwägung. Ehre ist im deutschen Rechtssystem wirklich nicht vorgesehen. So. Im Rahmen der Abwägung fällt die Richtigkeit des Tatsachengehalts, der dem Werturteil zugrunde liegt, ins Gewicht. Meinungsäußerungen, die auf einer gesicherten Tatsachenbasis beruhen, hat der Arbeitgeber eher hinzunehmen als solche, bei denen der Arbeitnehmer auf unzutreffende Tatsachen stützt. So. Meinungsäußerungen, die aufgrund einer gesicherten Tatsachenbasis beruhen, hat der Arbeitgeber eher hinzunehmen. Der hat die nicht eher hinzunehmen, der hat die einfach hinzunehmen. Im Beruf ist es so erstmal prinzipiell erlaubt, grundsätzlich die Wahrheit zu sagen, was man nicht machen darf. Man darf keine Geheimnisse oder Betriebsgeheimnisse verraten. Aber seine Lebenswirklichkeit zu schildern und die Wahrheit zu sagen, ist wirklich nicht verboten im Beruf. Ich weiß nicht, was die Scheiße hier im Buch soll an der Stelle. Ich habe schon wieder nur noch einen Hass auf Juristen. Vor allem auf solche. Als solche, bei denen sich der Arbeitnehmer auf unzutreffende Tatsachen stützt. Wenn man einfach Scheiße labert und sich auf unzutreffende Tatsachen stützt, dann stört man irgendwann den Betriebsfrieden. Dann stört man irgendwann den Betriebsfrieden und fliegt am besten hochkant raus. Ich weiß nicht, was das immer soll und warum da so drüber diskutiert werden muss. Des Weiteren sind bei der Abwägung auf Seiten des Arbeitgebers verfassungsrechtlich geschützte Positionen zu berücksichtigen.
Dazu gehören nicht nur die Menschenwürde, Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes und das allgemeine Persönlichkeitsrecht, Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes. Durch Artikel 12 des Grundgesetzes wird auch die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit des Arbeitgebers, die insbesondere durch eine Störung des Arbeitsablaufes und des Betriebsfriedens berührt werden kann, geschützt. Ebenso gehört die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf die Interessen der anderen Vertragspartei. Paragraph 241 Absatz 2 BGB zu den allgemeinen Gesetzen. Artikel 5 Absatz 2 des Grundgesetzes. Ich glaube, man muss da wirklich ein Grundgesetz dabei liegen haben. Ich bringe eins mit. Hat sonst keinen Zweck. Ich höre dann auch hier auf. Es interessiert mich dann doch, was da drin steht. So. Hinterher erzähle ich hier Blödsinn. Das will ich nicht. Also. Bis später, wenn ich ein Grundgesetz habe. Ich kann aber hier noch 241 nachschlagen. Pflichten aus dem Schuldverhältnis. Absatz 2. Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. Ja, finde ich gut. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Gut, dass es auch im Gesetz formuliert wurde. So.